Wenn Sie ein Lied in Ihrer Dirschau verwenden wollen, das Sie nicht auf CD haben, aber nicht gleich eine neue CD kaufen wollen, dann können Sie dieses Lied über einen Online-Shop kaufen. Zum Beispiel iTunes, da können Sie ein einzelnes Lied auswählen und dieses sehr günstig herunterladen. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie das machen können. Als erstes brauchen Sie die Software iTunes. Diese finden Sie auf dem Internet. Gehen Sie dazu auf Ihren Internet Explorer www.apple.com. Gehen Sie anschließend auf iTunes und wählen hier Download iTunes. Hier können Sie das Zusätze mit herunterladen. Ich würde Ihnen empfehlen, diese beiden Optionen zu deaktivieren und anschließend auf Download Now. Nun wählen Sie auf Ausführen. Nun lädt es Ihnen die Software herunter und installiert diese gleich. Nach dem Herunterladen müssen Sie nochmals auf Ausführen klicken. Nun startet die Installation. Folgen Sie den Installationsanweisungen. Klicken Sie schlussendlich auf Fertigstellen. Starten Sie anschließend die Software. Nun haben Sie auf der linken Seite den Reiter Store. Klicken Sie hier auf iTunes Store. Nun verbindet iTunes mit dem Internet. Der mittlere Teil ist im Prinzip wie eine Webseite. Hier können Sie nun Ihr Musikstück auswählen. Dies können Sie einerseits, indem Sie hier zum Beispiel auf Musik auf dieses Dreieck klicken und die Stilrichtung eingeben. Sie können jedoch auch auf dieses Suchfeld klicken und direkt einen Suchbegriff eingeben, um das Musikstück zu suchen. Sie können das Musikstück auch vorhören, wenn Sie nicht sicher sind, ob das wirklich das richtige Musikstück ist oder ob es Ihnen gefällt. Klicken Sie dazu auf das Play-Symbol vor dem Titel. Safe as could be. So what if it hurts me? Wenn Sie nun entschieden haben, dieses Musikstück zu kaufen, dann klicken Sie auf den Kaufen-Knopf. Nun öffnet sich ein Fenster und Sie müssen hier die Apple ID und Ihr Kennwort eingeben. Wenn Sie noch keinen solchen Account besitzen, dann müssen Sie sich zuerst registrieren und hier auf Neuen Account erstellen klicken. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Nun müssen Sie noch die Datenschutz- und Geschäftsbedingungen bestätigen, indem Sie diesen Haken setzen und dann auf Weiter klicken. Nun geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein, dann Ihr gewünschtes Kennwort. Hier geben Sie eine Frage ein und eine Antwort, falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben. Dann ist noch Ihr Geburtsdatum notwendig und das Geburtsjahr. Anschließend klicken Sie auf Weiter, um die Registrierung zu vervollständigen.
Das nächste Mal, wenn Sie Musik kaufen, müssen Sie das nicht mehr eingeben, sondern Sie können direkt, indem Sie auf Kaufen klicken und anschließend Ihre Apple-ID und das Kennwort eingeben, das Musikstück kaufen. Die gekauften Musikstücke finden Sie dann jeweils auf der linken Seite unter Gekaufte Musik.